wollen vielleicht nicht so ein Döner essen oder so? Nein, Mann. Döner essen auf keinen Fall. Also schuldest mir noch 400 Euro von diesem Monat wegen der Miete und den Stromrechnung. Und dann noch 240 vom letzten Monat. Dazu bezahle ich auch noch für zu Hause das ganze Essen und Proviant. Also bevor wir noch mal dicke Kumpels machen, bezahl erst mal deine Schulden. Ich habe eine Kundin. Na klar, gerne. €500. Von dem Geld hole ich, was ich brauche. Hey, Baby. Schön, dass du da bist. Ich hab gerade an dich gedacht. Sag mal, Dave, wo ist eigentlich dein süßer Kollege von gestern? Süß? Sandro ist doch der totale Vollpfosten. So wie der heute Morgen aussah, hat er in die Steckdose gefasst mit seinen Mini-Plie-Locken, dieser Lederjacke und dieser mega peinlich engen Hose. Geschmack kann man einfach nicht kaufen. Mini-Plie-Locken und Lederjacke? Ja, der sah aus wie ein bekiffter Pudel. Oder wie David Hasselhoff. Was machst du da? Ich zieh die Bilder an. Don't test es auch, oder was? Das ist genauso eine peinliche Wurst wie du. Deswegen hat sich der Hörni gestern die ganze Zeit im Internet seine Bilder angeguckt. Der findet den also echt gut. Ich glaube, er möchte eher mir gefallen. Wie dir? Stehst du etwa auf diesen Hasselhoff? Oh, na klar, schon seit dem Teenager-Alter. Es ist mein großes Idol. Guck mal, der schaut hammermäßig gut aus, singt gut, ist total erfolgreich. Ich finde den total geil. Unfassbar. Sandros kriminelle Energie steigt zusehends. Auf den Ladendiebstahl steht Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Und obendrein gibt's ein lebenslanges Hausverbot in dem Geschäft. Den besten Freund, der immer für einen da war, in diese Sache mit reinzureiten, geht gar nicht. Damit setzt er nicht nur die Freundschaft zu Ralf aufs Spiel, sondern auch noch dessen Job. Hey. Ach, gib mal an, wer ist denn da? Der verlorene Sohn kehrt heim. Du, ich wollte mich entschuldigen für die 250 Euro. Ich habe sie mir nur geborgt. Ja, ich zahle sie jetzt zurück. Pass auf. Hier hast du 100. Hier hast du 200. Und hier hast du 250. Was mit dem Foto von Monique? Habe ich nicht dabei. Weißt du was? Behalte es, ich gönne es dir. Du hast nix, ich hab das Original zu Hause. Aber ich hab ihr auch davon erzählt, wie du dich umgestellt hast, dass du bei ihr besser landen willst wegen dieser Baywatch-Hasselhoff-Scheiße. Aber so wie du aussiehst, hast du sowieso keine Chance bei ihr, okay? Warte ab, dir zeige ich's. Chef, mir geht es irgendwie nicht so gut. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Es tut mir leid, Chef, ich habe irgendwie etwas Falsches in der Mittagspause gegessen. Ja, okay. Bevor noch ein Malheur passiert oder jemand ansteckst, zisch ab. Okay. Du bist morgen früh um 9 wieder da. Das sogenannte Blaumachen wird von vielen als Kavaliersdelikt betrachtet. Tatsächlich ist es aber Betrug gegenüber dem Arbeitgeber. Denn der Arbeitnehmer täuscht eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vor und erschleicht sich somit einen bezahlten Urlaubstag. Denn seinen Lohn bekommt er ja trotzdem.
Hi, hier ist Sandro, der Kollege von Dave. Wir hatten uns neulich getroffen auf der Straße und da hast du mir gesagt, ich hätte bei dir was gut. Erinnerst du dich? Ja, klar. Was hast du denn da genau gedacht? Du, ich kenne ein gutes Burger-Restaurant. Was hältst du davon, wenn wir uns dort treffen? Also, ich bin dabei. Ich freue mich. Okay, bis dann, ja? Ja, klar. Ja, tschüss. Ciao. Ja! Ja! Ja, komm her! Sandro versteckt sich hinter der Rolle David Hasselhoff. Er hofft so, bei seinem Schwarm Monique punkten zu können. Auch wenn ihm das augenscheinlich erstmal gelingt, wird sie ihn nie als Sandro sehen, sondern immer nur als Kopie von David. Was will denn der jetzt wieder? Entschuldige. Das klebe ich aber richtig. Ich glaube, ich muss mich erst mal sauber machen. Magst du mir dabei helfen? Offensichtlich hat Ralf einfach die Schlösser ausgetauscht. Das darf er aber nicht so ohne weiteres, denn Sandro bleibt weiterhin Mieter, auch wenn er seinen Anteil zur Miete nicht oder nicht pünktlich gezahlt hat. Ralf macht sich sogar schadensersatzpflichtig. Wenn Sandro jetzt in einem Hotel übernachten muss oder das Schloss austauscht, dann muss Ralf die Kosten dafür tragen. Verdammt nochmal! Ralf, mach die Tür auf, verdammt nochmal! Du kannst mich hier nicht so sitzen lassen! Verdammt doch, Scheiße, ey! Verdammt nochmal, Ralf!
Ralf, mach die Tür auf! Ruhe jetzt da unten oder ich hol die Polizei. Ich müsste eigentlich die Polizei rufen. Da sind noch meine Sachen drin. Hier, kannst du dich mal kreuzweise. Weißt du das? Ich hab dir so oft vertraut, aber immer hinter dir gestanden. Und jetzt sowas. Bei mir auf der Arbeit? Die Kameras zeigen, dass du das Geld aus der Kasse geklaut hast. Und die Stiefel dazu auch noch. Mein Chef wird dich anzeigen und dann hoffe ich, dass du im Bau versauerst. Ich hoffe, dass wir uns dann nie wiedersehen. Und das von meinem besten Kumpel, ey. Ich glaub's nicht. Ralf, entschuldige, es tut mir leid. Deine Entschuldigung kannst du dir in den Arsch stecken, ey. Ralf hat verständlicherweise genug von den Eskapaden und dem großen Vertrauensbruch seines Kumpels. Er sieht keinen anderen Ausweg, als sich komplett von Sandro zu distanzieren. Hoffentlich bringt dies Sandro wieder zur Einsicht.